So. Okay, so, okay, gut. Sieht ja schon cool aus Sieht eigentlich. schon cool aus, klar. Auch so ein Pflanzen, vor allem dieses Ding da im Hintergrund, ne? Ja. Man muss ja dazu sagen, ich habe in letzter Zeit irgendwie so einen kleinen Faible für so grafisch etwas andere Spiele entwickelt. So gerade was alles, was so malerisch anmutet. Ups, ups. Gibt's nicht sehr viel zu holen. Das war's. Okay. Und Abflug, ja. So, dann können wir jetzt allerdings mal ein bisschen auftanken, würde ich sagen, oder? Ja. So. Auf jeden Fall. Ah, ich bin echt mal gespannt, ob wir es schaffen, hier irgendwie nach Hause zu kommen. Ja, die Frage ist, ob wir das vielleicht auch gleich hier bei unserem ersten Durchlauf jetzt hier sozusagen schaffen. Das auf jeden Das ist ja Fall auch nochmal so eine so. Sache. So, guck mal, nimm mal erstmal das aus Böse. dem Länder. Plop, plop, plop. So, Rein da. dann. Jetzt die große Frage, das Platin. Wollten wir das behalten Das zum wollten wir erst. Handeln? Ja, das wollten wir zum Handeln behalten. Wir müssen durch ein Tor kommen, Hannes. So, aber wir brauchen auf jeden Fall die beiden Sachen. Wir Obwohl, wir haben ja haben hier noch ein noch. paar Planeten. Hörst du bitte Genau. auf damit? So, mal kurz warten, eine Runde rum. Habt Der den Dienst. Melken, der ist immer so toll. Ne? Habt den Dienstplan aktualisiert. Ich übernehme die erste Schicht, ihr anderen legt euch aufs Ohr. Der ist immer so, auch wenn er verletzt ist, ist so, oh nee, hebt es für jemand anderen auf, der es eher braucht, ja. Aber selber der Arm hängt nur noch am seidenen Faden, ja. Ja, so ein Muskelstrang. Ah, schön. Naja. Also ich muss sagen, ich feiere so diese Sch Grundstimmung von diesem Spiel so unglaublich. Du feierst sie. Ich finde ja echt manchmal ein bisschen so dieses ab endgültige, dieses wir sterben. So, das. Oh, der sieht interessant aus. Hübsch. Ja, mal gucken, was das ist. So, zack, ein. So, und Umlaufbahn. Oh, ja, ja. Wieso? Was? Energiemesswerte, Lebensformen. Ach du Scheiße, da wohnen Leute. Ja. Aber warte mal, mit denen sind wir doch befreundet, wa? Geh nochmal, geh mal aufs Schiff. Geh mal auf die Datenbank. Und geh mal auf Aliens und dann Bittsteller. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich würde jetzt pauschal sagen, das ist noch gut, wenn Weiß ich da nicht, kannst du da nicht. weiter raufgehen? Nein, habe ich Nee, auch schon okay. probiert. Wir hätten uns das komplette Logbuch mal aus ja, angucken können. Gelandet auf Erna. Auf Erna, boah, Alter. Ah, schön. So, aber landen wir trotzdem, Ja, oder? lande Ach so, erstmal. Gravitation war gering, wa? Ja. Okay. Nicht, dass ich gleich am Aber es Anfang sieht schon. interessant aus, ne? So diese Energiestrukturen da drauf und so. Aber Ja. wenn wir jetzt deren Planeten. Also ich würde erstmal bei denen da Energiestrukturen da erstmal bei dem roten Teil da landen. Wow. Ah, mal gucken, nicht Kein dass. Wunder, dass die so fett sind bei so geringer. Schwerkraft. Ah nee, das waren ja die Gluck, die so fett sind. Die Kudest waren ja deine Makarons. Ey, Mann. Oh, wir haben Wind. Wir haben Wind, ja. Reicht. Zack. So, Ort untersuchen. So. Willkommen in unserer Missionsstation. Wie können wir euch bei eurer Suche behilflich sein? Weiter. Bitte bleibt gesetzesgetreu und moralisch integer. Ja, fragt doch mal nach Gerüchten. An solchen nicht. Ach so, ja, stimmt. Die waren ja. Ja, Wahrheit und Falschheit. So, aber wenn ihr irgendetwas Pikantes hättet. Aha. Bruder, reiß dich zusammen. Wow. Boah, ach, ich bitte dich. Als könntest du das nicht alles bereits sein. Was? Als könntest du das alles nicht bereits seit Hunderten von Zyklen auswendig herbeten. Ja. Okay. Frag mal nach Arbeit. Genau. Guck mal, neues Wort hinzugefügt. Was? Der ist Anzug, okay?
Ihr bietet eure Dienste an. Wie ihr vielleicht wisst, verfügen wir über keine psychische Form. Wir sind pure Energie. Wir benötigen diese Begegnungsanzüge, wenn wir uns in eurer Nähe aufhalten wollen. Ansonsten geschehen schlimme Dinge, schlimmere Dinge für euch organische Wesen. Auf anderen Welten bauen wir neue Anzüge. Könnt ihr sie den Herolden an Bord unseres der Raumschiffe überbringen? Raumhäfen überbringen. Ja. Sie müssen weiterziehen, das Wort verbreiten. Aha. Aber waren das nicht hier die Zeugen Jehovas? Ja, das sind die Zeugen Jehovas. Okay, also fragen wir mal nach dem Anzug. Nee, wieso? Den haben die uns ja jetzt gegeben. Okay. So, was wollte ich beleidigen? Nein. Nein, wir beleidigen. Guck mal. Service. Händler. Guck mal. Wow. Verlang doch mal ein bisschen mehr. 200? Ja, reicht, Handel. Ob das jetzt gut war, müssen wir noch rauskriegen. So, nee, Medikit. Nee, das verkaufen wir nicht. Wollen wir irgendwas anderes? Löschen, was haben wir denn im Angebot? Okay, an den ganzen anderen Sachen sind sie gar nicht interessiert. Nee. Die wollen diese ganzen Platin-Sachen gar nicht haben, ne? Okay. Was haben die so in der Schiffswerft? So mal. Stoßdämpfer. Guck mal, aerodynamischer Kompensator. Verbessert das Landemodulsteuerung bei starkem Wind. Mhm. So, Stoßdämpfer schützt das Landemodul bei Erdbeben. Und schützt das Landemodul und Piloten vor plötzlichen Kollisionen. Ja, aber machen wir erstmal noch nicht. Okay. Das ist ein Shop. Das Buch der ersten Dämmerung. Oh Gott. Der letzte Bleibe der drei sagenhaften Relikte vorhersagt. Kleiner Treibstofftank. Was macht der Tank? So, enthält konventionellen Treibstoff. Ja, gut. Und Alienkräuter. So, unsere Sache. Scans haben die Heilende, aha. Ich weiß nicht, ich würde das echt mal sinnvoll finden, dass wir da irgendwas noch zur Verfügung hätten. Ja, dann nimm doch die Alienkräuter. Du. Ja, so. So, Reparaturen. Landemodul Außenhülle. Nee, komm. Das brauchen wir nicht. Auffüllen. Brauchen wir auch nicht. Ne, okay. Okay, So. Frag die mal nach den Gluckt. Ach nee, halt, Ja. Themen. Gluckt. Okay. So. Ah, die gewerbetreibenden Wohltäter. Als wir in eurer Galaxie kamen, war uns das Konzept von Geld völlig fremd. Sie zeigten uns alles, was wir wissen mussten, außer eine Möglichkeit, mehr davon zu finden, wenn unser Darlehen fällig wären. Ja. Also, alles klar, die Gluck nehmen die voll aus, weil die halt keine Ahnung davon haben. Das sind halt... Tja, ne? Kann man halt die Unwissenheit einfach mal knallhart ausnutzen im schlimmsten Fall. So, aber... Die sagen aber, ne, gewerbetreibende Wohltäter, klar. Aber die haben auch krass, Schulden wahrscheinlich. Ja. Na komm, hier, willst du das mit starkem Wind haben? Ich überleg grad, wäre vielleicht nicht so verkehrt. Ja, dann nimm's. Und dann, würde ich aber auch sagen, wir gehen. Ja. Mehr möchte ich jetzt auch nicht ausgeben. Nee, wir brauchen ja auch was fürs Tor, ne? Genau. Achso, so. Auf Wiedersehen. So, möge eure Suche zur Wahrheit führen. Ja. So, dann mal das Grüne da ansteuern. Ich hoffe, die nehmen uns jetzt nicht auseinander, wenn wir das Zeug nehmen. Meinst du? Mhm. Ist ja schon mal passiert? Nee, bis jetzt noch nicht. Ich habe aber bis jetzt auch noch keinen Planeten bereist, bei dem, das der Fall war. Dass der bewohnt war. So. Oh. Siehste, da geht's mir schon los. Okay, geh. Wollen wir das Blau auch noch nehmen? Nein. Gleich ganz? Ja, geh. Wir betrachten euch jetzt als Suchende. Fanden die jetzt nicht so lustig, dass wir deren Planeten gelootet haben. Wir brauchten aber das Phosphat. Jo.
So. Würde ich sagen, so sehr tut es mir jetzt irgendwie nicht leid. Nee, wir wollten ja jetzt auch dann nach oben, dann, ne, So, jetzt erstmal kurz gucken, Ressourcen. So. So, zack, benutz ein. Zack, ist voll. Ja, für den nächsten Sprung. Ja, okay. Ist ja erstmal okay, oder? Ja, ich muss sagen, ich will bloß hier irgendwie... Ich will das Landemodul nicht die komplette Zeit voll haben, ja, weißt du? Dann mach doch da den einen weg. Den hier, wa? Ja. So, Okay. Wollen wir das Schiff? Nee. Mach doch erstmal weiter. Hannes, noch geht's unserem Schiff soweit gut. Okay, den anderen blauen da noch? Nee, ich würde sagen, wir verlassen jetzt das System einfach. Okay. So. Na komm, los. Ja, geht doch. So. So. Wir wollten dann hier hin, wa? Geh mal kurz erstmal aufs Schiff wieder. Wir haben da jetzt von denen eine Quest gekriegt. Datenbank. Mit den Anzügen, oder? Ach nee, doch nicht. Nee, genau, das hatten wir ja eben nicht gemacht. Da hätten wir nochmal nachfragen müssen. Nee, hätten wir nicht, sonst hätten wir... Doch, das meinte ich doch. Nein, du kriegst nochmal... Nein, Hannes, normalerweise nicht. Hannes, ich hab's jetzt ja schon gespielt. Du kriegst die Sachen dann einfach. Trotzdem stand da einfach bloß neues Wort gelernt. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, okay, gut. Aber es kann sein, dass wir suchen. Okay, man weiß natürlich jetzt nicht, was das wirklich bedeutet. Ich weiß nicht, bei wem wir da sind. Aber raus dann jetzt und weitergereist. So, und zwar nach... Epsilon Indy, ja. Würde ich sagen. Gab's. Und danach können wir nochmal hier hin, wa? Ja, wohl, wo gibt es hier Silikate? Ja, ja. Ja, gibt's, warte mal kurz, warte, bevor wir hier... Wir könnten auch gleich nach Arabis gehen, ne? Aber wohl, wir kommen von dort auch gleich zum Tor. Ja gut, dann geh erstmal zum Händler. Und wohl, was... egal. Ich hätte spät. Ja, jetzt ist egal. Aber wir können halt auch ungewöhnliche Sachen holen. Auf einem der Planeten gab es ungewöhnliches Zeug. So, zu welchen wollen wir jetzt? Zu den erstmal links oder zu den... Ah komm, wir gehen erstmal nach außen. Ja. So. Okay. So, jetzt ganz gemütlich. So, aber ich sehe gerade, unser Treibstoff, sollten wir mal gucken, dass wir da irgendwie wieder so ein Wasserstoff oder ähnliches bekommen? Ich glaube, da jetzt in diesem System gab es ungewöhnliches Zeug dafür, tatsächlich. Ansonsten, wir hätten jetzt natürlich auch bei denen gerade eben einen kleinen Treibstofftank holen können für 33 Credits, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel in diesem kleinen Treibstofftank drin gewesen wäre. Also ich meine mal pauschal, du hast da ein paar mehr Spielstunden runter als ich. Müsstest du sagen, ob sich das lohnt oder nicht? Ich kann es dir noch nicht mal wirklich sagen, weil das ja mit jedem Durchlauf ein anderer ist. Und ich habe ja jetzt so, oh, wir sind schön langsam. Ja. So, reicht das? So ein ganz, ganz kleiner, harmlos, Metalle, Kupfer. Wollen wir? Ja, nein, vielleicht? Sehr gering, also sollte... Ja, aber das ist halt nur Metall, damit können wir nur unsere Außenhülle reinnehmen. Brauchen wir nicht. Wir brauchen kein Kupfer. Brauchen wir nicht. Also prinzipiell nicht, meinst du nicht, wir es lohnt sich dann wenigstens ein bisschen was aufrüsten? Beziehungsweise nein. Wieder reparieren? Nein? Nein! Okay, die Dame hat gesprochen. Ja, und das Ding ist halt auch, wenn du halt einfach landest... Das kostet dich halt auch, wenn du und dann bohrst, das kostet dich halt, du hast halt auch ne... Tier and Wear, ne? Das auf deinem Plan, auf deinem, Oh Gott. Breitet sich, oh, das sieht nicht so nett aus, ne? Ne, das sieht doll nach Lava Inferno aus. Hohes Risiko. Aber es hätte auch nur Eisen gegeben, aber es gibt einen Wrack. Na komm, nein, 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 nein. Okay. Das tun wir uns nicht an. Treibstoffwarnung. Ja, gut. Wollen wir erstmal die Raumstation anpeilen? Nee, ich würde jetzt tatsächlich erstmal die anderen beiden Planeten anpeilen, weil bei einem gab es nämlich was Blaues Ungewöhnliches und das brauchen wir für unseren Treibstoff. Okay. So.
So. Ah, Moment. Ah. Was? Jeder muss mindestens eine Stunde Sport pro Tag? Oder eine? Ja. Treiben, sonst bekommt ihr Probleme mit Muskeln und Knochenschwunde. Hat er nicht weitergelesen. Ja. Bitte sag nicht, dass es auf dem schöne Sachen gibt. Zacke raus. Oh Mann. So, ich glaube nicht, dass da irgendwas Interessantes drauf ist. Genau da ist unser interessantes Zeug drauf. Hohes Risiko, Temperaturen Inferno. Momentchen. Warte mal kurz. Temperaturen waren Inferno? Ja. Scheiße. Nee, das wird nichts. Da verbrennt uns Malcolm. Brauchen wir gar nicht erst probieren, ne? Ja. Dann müssen wir aber jetzt hier... Dann komm, dann nimm das Wasserstoff. Alles? Nur erstmal ein Teil. Also wirklich. So, raus. Das muss man immer erst alles sagen. So, dann nehmen wir noch ein kleiner Planet. Vielleicht finden wir da noch was drauf. So, den Schwung mitnehmen und... Vor allem den Schwung. Jo. Ja, natürlich den Schwung. Sengend. Temperaturen. Was gibt Ruinen? Temperaturen. Du meintest doch genau, das ist das größte Problem, was wir haben. Ja, wir haben jetzt keinen wirklichen Raumanzug, ne? Na egal, ja. Dann gut, dann auf die Raumstation. Ich hoffe, sie haben keine Dornen aktuell. Ja, das sieht man ja im Vorfeld, sieht man das gar nicht, oder? Doch. Nee, ich meine jetzt von außen. Doch.